So, guten Morgen, meine Lieben. Ich bin hier am Wasser. Ja, ich zeige euch das mal kurz. Wunderschön. Ja, hier geil, oder? Schweineheiß heute. Und ja, heute ist unser Thema Umwandlungsstörung erkennen. Was ist das eigentlich und wie erkenne ich das und wie behandle ich das eigentlich? So, und zwar hatten wir ja beim letzten Mal das Thema, warum es so wichtig ist, beim Arzt FT4 und FT3-Werte unbedingt abnehmen zu lassen, damit ihr genau wisst, wo euer Stoffwechsel steht. Ja, das verlinke ich jetzt auch nochmal hier oben. Wenn jetzt der Körper nach mehrmaliger Erhöhung von L-Thyroxin die FT3-Werte nicht nachzieht, also ihr mit dem FT3 immer im unteren Bereich seid und der FT4 einfach oben rumballert, der TSH niedrig ist, also der Körper auch reagiert darauf, dass ihr L-Thyroxin zuführt, dann kann es sein, dass ihr eine Umwandlungsstörung habt. Ja. Man testet dann normalerweise 2-3 Mal aus, mit dem LT nochmal zu erhöhen, und wenn der FT3 nicht nachzieht, habt ihr womöglich eine Umwandlungsstörung. Dann und nur dann gibt es Tybon oder Proteurit, das ist ein Kombipräparat, und dann kriegt ihr T3 direkt in den Körper. T3 alleine, ja, da gibt es so ein paar Verrückte, die auch T3-Monotherapien jetzt ausprobieren und so. Kommt so ein bisschen aus den USA, ist irgendwie ein bisschen abenteuerlich, weil wenn man weiß, dass T3 direkt am Herzen vorbeigeht, ohne irgendwie durch irgendein Organ noch zu gehen und am Herzen direkt für erhöhte Herzschläge, Extrasystolen, Zwischensystolen und so sorgt und einfach damit auch Blutdruck erhöht und ja, für Nervenimpulsstörungen und so weiter sorgt, dann sollte man da wirklich sehr vorsichtig mit umgehen. Viele haben auch das Problem, dass sie schon mit einer Erhöhung von 2,5 Milligramm oder so echt was merken. Ich bin der Meinung, dass es, wenn man eine Umwandlungsstörung hat, also auch T3 bekommt, dass es wirklich sehr wichtig ist, das Herz zu trainieren. Bei mir ist es der Fall, ich bin ja Sportler, ne? Und trainiere also auch das Herz, Herz-Kreislauf-System und so weiter fast täglich. Und merke dann halt so eine Erhöhung nicht unbedingt. Ich persönlich hatte am Anfang auch Proteurit bekommen. Das ist dann Kombipräparat aus 100 Milligramm L-Thyroxin und 10 Milligramm T3. Und bei mir war das Problem, dass ich davon irgendwie Hautausschlag gekriegt habe. Steht auch drin in den Nebenwirkungen, also da muss man wirklich mal aufpassen. Jetzt kriege ich T3 extra und führe mir das zusammen mit dem LT zu und habe da einfach wenig gemerkt, habe aber auch angefangen, das einzuschleichen, wie es sein muss. Ja. Ich habe mit 5 Milligramm angefangen, also nach Vierteltablette, musste halt wieder teilen, ist klar. Aber das hat letztendlich dafür gesorgt, dass mein FT3-Wert nach oben gekommen ist. Und ich habe es anfangs abends genommen, weil ich gemerkt habe, okay, das irgendwie macht mich das schläfrig, aber das war wahrscheinlich reine Erschöpfung, schätze ich mal, weil ich bin jetzt dazu übergegangen, das doch morgens zu nehmen, weil der Körper bei gesunden Menschen auch morgens mit T3 mit dem T3-Level am höchsten ist und merke, dass mir das sehr gut bekommt. Stattdessen splitte ich jetzt mein L-Thyroxin und nehme die Hälfte vom L-Thyroxin abends unter der Zunge sublingual. Und bisher bekommt mir das sehr gut. Ich wollte auch kurz mal aufklären, dass es wirklich wichtig ist, die Werte dann auch regelmäßig zu kontrollieren und nicht einfach so euch Tybon verschreiben zu lassen. Es gibt doch irgendwelche Ärzte, die da verrückte Experimente jetzt mit den Kunden, mit den Patienten machen. Finde ich alle ein bisschen fragwürdig. Mittlerweile geht ja die Ärzteschaft dazu über, stand jetzt auch im Ärzteblatt letztens drin, kann ich auch nochmal verlinken in der Infobox, dass sie reine Morgentherapien vom L-Thyroxin auch nicht mehr ganz so dogmatisch sehen und jetzt mehr oder weniger dazu übergehen, auch zu betrachten, wie es ist, wenn man es abends nimmt. Das ist auch letztendlich der Grund, warum ich jetzt angefangen habe, die Hälfte davon abends zu nehmen. Mir geht es sehr gut damit. Ich habe das Gefühl, dass der Stoffwechsel halt den ganzen Tag am Laufen ist und nicht mehr nur morgens und dann irgendwie tagsüber abklappt. Und ja, ich würde sagen, probiert das mal aus, aber probiert auf keinen Fall aus, ohne Werte zu haben, hier irgendwie blind T3 euch reinzupfeifen. Wir haben auch schon Leute in der Gruppe, die irgendwie
T3 only nehmen und LT plötzlich absetzen und das ist wirklich höchst gefährlich. Ihr ballert euren Stoffwechsel irgendwie völlig ins Nirvana. Ja, und dann kann halt passieren, dass ihr dann, keine Ahnung, irgendwie Herzstillstand oder so kriegt oder euch völlig wegballert und einfach überhaupt nicht mehr klarkommt, weil dann gibt es Panikattacken und das sind noch wirklich die harmlosen Sachen. Von den Extrasystolen mal abgesehen, ist vor allen Dingen offensichtlich bei Frauen sehr empfindlich. Ja, also darauf würde ich achten. Ansonsten kann es Sinn machen, Tybon zuzuführen, wenn euer Stoffwechsel einfach nicht mit dem FT3-Wert nach oben kommt. Und da muss man dann auch gucken, ob das eine vorübergehende Sache ist und einfach die Speicher sozusagen noch am Nachladen sind oder ob es ja, eine dauerhafte Sache ist und deshalb erhöht man einfach stepweise das L-Tyroxin und wenn der FT3 nicht nachzieht, dann habt ihr halt wahrscheinlich eine Umwandlungsstörung. Aber da ist es dann auch wichtig, wirklich mehrmals im Jahr dann die Werte zu kontrollieren. Ja, das kann auch ein Grund sein, wenn ihr zum Beispiel Eisen, Zink, Selen, also bei Eisen ist es dann der Ferritin, Zink, Selen, wie gesagt, Vitamin D3, B12, Omega-3-Mangel habt, ja, dass die Umwandlung auch nicht richtig vonstatten gehen kann. Kann sein, dass ihr irgendwie eine Leberschwäche oder eine Nebennierenschwäche habt. Also das muss alle nebenbei noch abgeklärt werden. Und erst dann kann man wirklich probieren, auf eine Umwandlungsstörung zu spekulieren und letztendlich auch T3 zuzuführen. Ja. In diesem Sinne, das war's für heute. Lasst mir einen Daumen da, gebt ein Abo und dann bis zum nächsten Mal. Warte, ich zeig euch mal was. Der Backo isst Salat. Luna, weißt du nicht, dass von Salat der Bizeps schrumpft? Hey! Luni!